schließt an die Einführung zum Reverse Engineering, die ich gerade gegeben habe, wo ich auch schon viel über Malware geredet habe, aber wenn man auf die Uhr geguckt hat, nur in der letzten Viertelstunde. So, dieser Talk hat den Untertitel "Ein Deep Dive in eine konkrete Infektionskette" und ich habe mir, ja, es war für einen anderen Vortrag, aber das hier habe ich jetzt noch ein bisschen weiter ausgearbeitet, so eine Infektionskette, die mir damals aufgefallen ist, mal ganz konkret angeguckt, ganz tief reingegangen und das mache ich jetzt mit euch hier zusammen. Und mit Infektionskette meine ich sowas, was dann wirklich irgendwie Leute infiziert und sowas alles. So, aber für Leute, die gerade erst reingekommen sind, nochmal kurz das gleiche Slide wie eben. Also wer bin ich? Ich bin Lars, das sind meine Kontaktdaten, wenn ihr mich irgendwie kontaktieren wollt. Ich habe Mathematik studiert in Bonn, habe ich abgebrochen mit Diplom, habe dann die Karriere der Softwareentwicklung eingeschlagen, konnte da viel Low-Level-Erfahrung sammeln mit C und so weiter. Bin dann Reverse-Engineer geworden durch eine Kombination von glücklichem Zufall und irgendwie auch, dass es mich interessiert hat und sowas alles. Und heute arbeite ich bei einer großen Cyber-Security-Firma, die heißt CrowdStrike, und da helfe ich dabei, Cyber-Threat-Intelligence zu produzieren. So, genug von mir. Was ist mit Malware-Reverse-Engineering? Malware-Reverse-Engineering, also Reverse-Engineering, habe ich gerade gesagt, da geht es darum, einen Produktionsprozess rückgängig zu machen, also herauszufinden, wie etwas funktioniert und warum es so funktioniert, wie es funktioniert. Und das Produkt, was wir jetzt hier analysieren wollen, ist nur noch Malware. Ja? Und eben habe ich ja die Legalität von Reverse-Engineering so ein bisschen angesprochen. Also wenn ihr einen Malware-Autor kennt, der mich verklagen will, ich würde das gerne mal ausprobieren, ja? Wie das so durch das juristische System läuft, so, wenn ein Krimineller mich wegen Urheberrechtsverletzungen anklagt. So, aber genau, also das ist quasi das, was wir jetzt machen wollen. Also wir wollen Malware auseinandernehmen und verstehen. Jetzt kann man sich fragen, warum will man das machen? Also wenn man so ist wie ich, dann findet man es einfach spannend, aber das kann man mal kurz ignorieren. Es gibt vielleicht auch noch echte Gründe, die man auch irgendwie in Geld umwandeln kann. Ein Grund davon ist Detection. Also wenn man Malware auseinandernimmt und versteht, was sie tut und wie sie es tut und warum sie es tut und so, dann kann man sie auch besser detektieren. Also ich meine, es gibt diese ganze alte Antivirus-Herangehensweise, man schreibt so Signaturen und guckt dann, ob bestimmte Zeichen oder Byte-Ketten in der Malware vorkommen und wenn ja, klassifiziert man als Malware, wenn nicht, dann nicht. Es gibt auch so eher so behavioral-driven Signatures, also sowas wie, eben in dem Vortrag hatten wir ein Stück Software, das hat einen Service erstellt mit einem bestimmten Namen. Also man könnte zum Beispiel sagen, wenn ein Service mit diesem Namen entsteht, dann lösche ich den einfach sofort wieder oder verhindere, dass er ausgeführt werden kann oder sowas. Also man kann halt Detection Engineering machen, so heißt die ganze Industrie, am besten, wenn man da die Malware auch vorher auseinandergenommen hat. Und dafür reicht dynamische Analyse nicht immer aus. Sorry, du bist jetzt leider mein dynamische Analyse-Guy. Ein zweiter Grund, warum man Malware Reverse Engineering machen will, ist, um die ganze Bedrohungslandschaft besser zu verstehen, weil es ist schon lange nicht mehr so, dass die gleiche Datei ganz viele Computer infiziert. Also, weil was man machen kann, ist, man kann die Datei einfach, man kann einen kryptografischen Hash darüber berechnen, zum Beispiel CHAR256. Und das passiert auch ganz viel. Also, wenn man so einen Windows-Computer hat und da ist eine Executable, dann wird, bevor die ausgeführt wird, im Hintergrund von dieser Executable ein CHAR256-Hash ausgerechnet und geguckt, ob dieser Hash auf einer Blockliste ist. Und wenn das so ist, wird die Datei nicht ausgeführt. Und man kriegt so eine Warnung, Vorsicht, das ist wahrscheinlich Malware, füll das mal lieber nicht aus. Also so Hash-basierte Prevention ist schon lange vorbei. Also Malware achtet auf jeden Fall darauf, dass sie sich so ein bisschen verändert, selbst wenn es nur eine Zufallszahl an sich selber anhängen ist, sodass der Hash immer verschieden ist. Das heißt, man kann jetzt nicht mehr nur gucken, ob zwei Dateien genau gleich sind, sondern man muss jetzt ein anderes Maß dafür finden, überhaupt zu sagen, das ist die gleiche Malware-Familie. Also wenn man zum Beispiel diese WannaCry-Infektion vor ein paar Jahren, was heißt es jetzt überhaupt zur WannaCry-Malware-Familie zu gehören? Oder eine andere, weiß ich nicht, Trickbot oder so, ist auch noch so eine Malware, die gerade, also jetzt gerade nicht mehr hot ist, aber hot war. Was heißt es überhaupt, zur Trickbot-Familie zu gehören? Ja, das wird dann auch irgendwann philosophisch, aber wenn man so reversed und dann zwei Samples, zwei Dateien nebeneinander legt und da viele Überlappungen sieht, hat man irgendwann die Schwelle erreicht, wo man sagt, das ist die gleiche Familie. So, was das bedeutet, ist immer Ermessenssache. Aber man braucht diese Tätigkeit, um da überhaupt Aussagen drüber machen zu können heutzutage. Es reicht nicht mehr, die gleiche Datei zu sein. Also Bedrohungslandschaft verstehen, das in verarbeitbare Kategorien einzuteilen, wie Malware-Familien, dafür braucht man das auf jeden Fall. Und als letztes, das wird jetzt noch so ein bisschen abstrakter,
ist, die Leute zu verstehen, die dahinter stehen, die es entwickeln. Ja? Und das ist inzwischen nicht mehr nur noch der, wie war das, der 30-Pfund-Typ in seinem Keller oder was auch immer damals irgendwo gesagt wurde. Das sind inzwischen Unternehmen, die Malware schreiben, betreiben, monetarisieren. Das ist einfach genauso eine Industrie wie die helle Seite der Industrie auch. Da gibt es Leute, die haben Bewerbungsverfahren und Gespräche. Da werden Leute als Intrusion, als Pentester angestellt und als Malware-Developer und als Ransomware-Operator und so. Und die kriegen dann ihr Gehalt irgendwie, ein Stück vom Kuchen und sowas alles. Und die werden vorher geguckt, ob die funktionieren. Die haben Continuous Integration Pipelines, um ihre Malware zu bauen. Also es ist alles hochprofessionell inzwischen. Und diese ganzen Prozesse zu verstehen, ich meine, woher weiß ich das? Das, also mit bestimmter Wahrscheinlichkeit. Das weiß ich nur, weil man das halt auch, also weil so ein Reverse Engineering Prozess damit reinfüttert. Ist nicht das Einzige. Reverse Engineering gibt einem hauptsächlich technische Indikatoren, aber es ist eine sehr wichtige Komponente dabei, zu verstehen, was abgeht. Ja, also, genau. So, und ich möchte euch das jetzt verkaufen als einen Weg aus der Asymmetrie. So, dann sage ich mal kurz, welche Asymmetrie ich überhaupt meine und vor allem zwischen welchen Akteuren ich diese Asymmetrie meine. Und zwar meine ich die Asymmetrie zwischen AngreiferInnen und VerteidigerInnen. Also, ne, also Hacker oder manchmal nennt man die auch Red Teamer und Blue Teamer oder irgendwie Hacker und Defender. Also ich vermute mal, viele in dem Raum hier sind eher auf der Defender-Seite. Und wenn nicht, geben sie nicht zu, dass sie nicht auf der Hacker-Seite sind. So. Aber zwischen diesen beiden Parteien gibt es klassischerweise so eine Asymmetrie. Und die teilt sich in unterschiedliche Kategorien auf. Das erste ist, dass man als Hacker immer ganz proaktiv ist und als Defender immer reaktiv. Was meine ich damit? Der Hacker entscheidet, wo er oder sie angreift. Der entscheidet, dieses System, auf das wende ich dieses Exploit an. Und als Verteidiger muss man quasi auf jede mögliche Angriffsmethode vorbereitet sein, was ja viel mehr Aufwand ist. Man muss überall patchen. Man muss immer überall Perimeter Defense haben, weiß ich nicht, Network Intrusion Detection Systems oder was auch immer. Und das ist sehr viel aufwendiger, als einfach nur zu entscheiden, da an dieser einen Stelle muss ich rein. Direkt daran anschließend ist auch quasi, dass ein Erfolg reicht. Also häufig ist es ja so, dass es immer noch so ein Netzwerkperimeter gibt, um den man irgendwie schützt, meistens irgendwie mit irgendeinem IDS, mit einem Intrusion Detection System geschützt. Und wenn ein Angreifer da einmal reingekommen ist über irgendeine Methode, reicht das quasi. Aber als Defender bin ich in einer ganz misslichen Lage. Ich muss quasi dafür sorgen, dass alle Angriffe von allen möglichen Hackern immer vereitelt werden. Ja? Das ist also das hört sich ja schon mal irgendwie katastrophal an. Und als dritte weitere starke Asymmetrie ist, dass Malware-Schreiben einfach ist. Und, ach so, ja, der Hund. Oh, wurde ausgesperrt, der arme Hund. Dass Malware-Schreiben einfach ist, da habe ich in Anführungszeichen gesetzt, und Malware-Analysieren dauert sehr lange. Also mit einfach in Anführungszeichen, ich meine, wir wissen vielleicht, also Leute, die hier sind und Software geschrieben haben, wissen vielleicht, dass Software-Schreiben nicht unbedingt einfach ist. Aber Reverse Engineering ist auch aufwendig und verursacht viel Aufwand und so. Und ich würde sagen, das dauert im Schnitt einfach länger. Dazu noch, von wegen, ja? Oh, mein Mikrofon. Wie viel ist verloren gegangen? Fast gar nichts, okay. Oder ganz viel, ja, okay, weiß keiner. Danke. Einfach so, außerdem, das ist noch so ein Punkt, das ist so eine Change-My-Mind-Situation, also meiner Meinung nach ist Malware, also gerade eher so auf der Schwelle überhaupt richtig Software genannt zu werden. Ich finde, Malware ist schon relativ simpel zu schreiben. Also klar, es gibt da diese großen Symphonien, wie irgendwie Stuxnet oder so, die wahrscheinlich sehr aufwendig waren zu schreiben, aber letztendlich, wenn man es mit echter Software vergleicht, dann sind da, glaube ich, noch Größenordnungen an Preisunterschieden irgendwie drin. Also ich glaube, Malware schreiben ist relativ einfach und die zu analysieren nicht unbedingt. So, also das heißt, wir haben eigentlich, wir haben irgendwie einfach keine Chance und, also wir haben irgendwie einfach keine Chance und vielleicht ist der Vortrag jetzt einfach vorbei, wir gehen nach Hause und weinen uns in den Schlaf oder so. Spaß beiseite, ich werde jetzt den restlichen Vortrag damit verbringen, euch zu überzeugen, dass es nicht aussichtslos ist, ja. So, das ist der Plan. Und dafür gucken wir uns ein konkretes Beispiel an und an verschiedenen Stellen in diesem Beispiel werde ich sagen, ja und hier, ja und hier, ja und hier und dann werden wir mal weiter gucken.
und wo man überall Zeit sparen kann, weil das mit dem Zeitsparen, das hört sich jetzt erstmal an, als wäre ich faul, bin vielleicht auch faul, aber Zeitsparen ist super wichtig, um diese Asymmetrien von gerade zu überwinden. So, und dafür habe ich mir eine passwortgeschützte ZIP-Datei rausgesucht, so als Beispiel. Und zwar hat die mich erreicht in dieser E-Mail. Also die ist gesendet von Maria Diaz an, das kann man vielleicht nicht so gut erkennen, an den Herrn oder Frau E. Hingen at lbv-bw.de. Das war ursprünglich auch der Grund, der mich aufhorchen lassen hat. LBV, habe ich direkt gedacht, das ist Landesamt für Besoldung und Versorgung, minus BW, der Bundeswehr, das ist eine E-Mail, die wurde an das Landesamt für Besoldung und Versorgung der Bundeswehr geschickt, um das vielleicht direkt aufzulösen, dass ich da vielleicht ein bisschen übertrieben war. Also LBV-BW ist leider der Landesbauernverband in Baden-Württemberg. Aber gut, ich war vielleicht am Anfang excited, aber jetzt analysieren wir halt einfach diese Infektionskette. So. Da steht drin, Ihre Rechnung ist das Passwort ROR123 geschützt, sehr geehrter Kunde, sehr geehrter, Ihre Rechnung ist dieser E-Mail beigefügt, mit freundlichen Grüßen, Maria Diaz. Abgesehen davon, dass, wenn ich euch sage, da ist so eine Rechnung mit so einem Passwort geschützt an so einer Datei dran, an so einer E-Mail dran, das hört sich ja sehr spammy an. Ansonsten finde ich diese E-Mail ganz hübsch. Also ich sag mal, viel Spam, den man so bekommt, der ist nicht so überzeugend, sage ich mal vorsichtig. Und man kann sich jetzt natürlich auch fragen, warum zum Teufel ist diese ZIP-Datei passwortgeschützt? Also warum mache ich es Leuten schwerer, sich mit Malware zu infizieren? Und das ist eine berechtigte Frage. Und das liegt daran, dass da jetzt schon ein Arms Race passiert ist. Also eine vorherige Iteration dieser Kampagne hat wahrscheinlich kein Passwort verwendet, sondern nur die Malware an die E-Mail dran gehängt. Was dann natürlich passiert ist, ist, dass Leute gesagt haben, Executables per E-Mail verschicken, das passiert nicht so oft, lass das mal stoppen. Dann im Umkehrschluss, als Angreifer geht man dann hin, das funktioniert jetzt nicht mehr, diese Kampagne, irgendwie die Conversion-Zahl geht runter auf irgendeinem Grafana-Dashboard oder so. Lass mal was ändern, wir zippen jetzt einfach die Executables und als Verteidiger ist man jetzt plötzlich nicht mehr in der Situation, dass man einfach keine Executables mehr an E-Mails verbieten muss, sondern man ist jetzt in der misslichen Lage, dass man das gleiche für ZIP-Dateien machen will. Das geht natürlich nicht, weil manchmal schon ZIP-Dateien mit legitimem Grund per E-Mail verschickt werden. Das ist also irgendwie blöd. Das heißt, als Verteidiger gehe ich jetzt hin und entpacke einfach alle ZIP-Dateien von allen E-Mails, die ich so bekomme und analysiere dann das, was dabei rauskommt. Und wenn da dann nur eine Executable-Datei drin ist, dann blocke ich diese E-Mail oder so. Das heißt, auf Angreiferperspektive gehe ich jetzt hin und verschlüssel die ZIP-Dateien. Ja? Also man braucht jetzt ein Passwort, um die ZIP-Datei zu entpacken und da sind wir jetzt gerade. Ja? Und das nächste Mal wird es vielleicht noch irgendwie schwerer. So, das heißt, wir tun jetzt mal so, als wären wir der... ich möchte jetzt keinen Namen sagen, der sich jetzt hier infiziert. Am Ende heißt einer von euch so. So, war diese Datei, wie war das Passwort? ROR123. So, und dann extrahieren wir die. Das ist jetzt auf den anderen Monitor aufgegangen. Komm rüber. ROR123. Okay. Jetzt hier so ein LBV-BW-Ordner entstanden. Und da gehe ich jetzt mal rein und da ist eine JavaScript-Datei drin. Also, ärgerlicherweise noch nicht mal eine Executable. Ja? Ich nenne diese JavaScript-Datei jetzt mal js-Unterstrich und sage, ja, das ist okay. Das mache ich, weil ich einen Windows-Computer hier benutze und wenn ich die versehentlich doppelt anklicke, dann geht die Malware los. Ja? Also, das ist vielleicht blöd. Und ich habe natürlich auch den Windows Defender abgeschaltet, damit ich Malware analysieren kann. Ja? Also, genau. Lass uns mal hier ein bisschen aufpassen, dass dieser Talk nicht irgendwie ganz schnell sideways geht. So, okay, soweit? Ihr könnt auch Zwischenfragen stellen, wenn ihr wollt. Ja? Die Antivirenprogramme würden sonst normalerweise dabei anschlagen. Ja, ich habe diesen Ordner, in dem ich hier diese Präsentation halte, excluded von dem Windows Defender. Ja. Aber die schlagen ja auch schon bei den passwortgeschützten Dateien wahrscheinlich. Ja, passwortgeschützte ZIP-Dateien an E-Mails kommen doch auch häufig vor. Okay. Also das machen, leider sind jetzt auch Leute hingegangen und haben angefangen, Rechnungen per passwortgeschützter ZIP-Datei zu verschicken. Oder Kontoauszüge von Banken werden auch manchmal als passwortgeschützte ZIP-Dateien verschickt. Dann auch noch als passwortgeschützte PDF-Dateien, aber das ist noch ein ganz anderes Thema für sich. So, ja. Alle geblockt, alle ZIP-Dateien, die passwortgeschützt sind, zu blocken. Also es ist halt immer so ein, kommt auch drauf an, wo man so ist. Ne? Also wenn man in der Situation ist, dass man weiß, die Leute, die ich verteidige, bekommen keine ZIP-Dateien mit Sachen drin, dann blocke ich die einfach. Aber im Allgemeinen kann man das nicht einfach machen, sage ich mal. So, dann machen wir jetzt mal diese Datei in einem Texteditor auf. Nö?
So. Sieht auch direkt hier voll Cyber aus, was hier passiert. Leider noch keine Binärdateien, aber es geht hier schon los. Ich zoome mal gerade ein bisschen rein. So, also das ist ein Texteditor. Hier links sind so Zeilen 1, 2, 3, 4. Ich mache jetzt mal gerade Word Wrapping aus, damit wir vielleicht die ganze Datei sehen können. Ups, die ganze Datei sehen können. So, und wir sehen jetzt schon, das ist eine .js-Datei. Da muss man jetzt mal kurz überlegen. Das ist also eine JavaScript-Datei. Wenn ich die unter Windows doppelt anklicke, wird sie mit diesem wird sie als JScript interpretiert. Das ist so ähnlich wie JavaScript, nur man ermöglicht damit, unter Windows Skripte zu schreiben. Das heißt, die Datei hat allen Zugriff auf System, was man sonst auch so hat. Kann Dateien lesen, schreiben, ausführen, Internetanfragen durchführen und sowas alles. Das ist einfach eine Scripting-Sprache wie Bash oder sowas unter Windows. So, und die fängt hier an damit, dass erstmal ein Punkt Slash anfängt. Das ist der Anfang von einem JavaScript-Kommentar. Ja, und dann gucken wir uns an, also hier kommt kein Slash-Punkt vor, hier ist das Slash-Punkt, was dazu gehört. Das heißt, das alles kann ich mir quasi schon mal wegdenken, weil es nur ein Kommentar ist in JavaScript. Dann kommt das hier noch vor, Slash, Slash leitet einen Zeile-Kommentar ein. Das ist also auch irgendwie weg. Und dann hat man hier noch so ein paar Dinger. Das ist also auch ein Kommentar. Das heißt, das kann auch irgendwie weg. So, das heißt, das hier ist alles, was übrig bleibt. Jetzt mache ich mal WordWrap wieder an, damit wir das alles sehen können. So, jetzt sehen wir hier, also das wird jetzt ausgeführt und auch in JavaScript kann ich hier so String Concatenation mit einem Pluszeichen machen. Ich mache jetzt mal hier so Multi-Edit in diesem Editor und entferne das einfach. Jetzt kann man das also schon ein bisschen besser lesen. Also hier wird WScript ist in diesem Windows Script Environment so eine Art, so eine globale Variable, die einem ermöglicht, mit verschiedenen Komponenten des Systems zu interagieren. Und hier wird die generische CreateObject-Methode aufgerufen mit WScript Shell. Und das heißt nur, man kriegt so ein Shell-Environment und darauf rufen wir Run auf. Das ist übrigens auch so eine JavaScript-Sache, also Access mit so mit solchen geschweiften Klammern und Punkten ist das gleiche wie Punkt und dann dieser Aufruf. Und das Run hier ist genauso, das mache ich auch mal gerade weg, dass man es ein bisschen besser lesen kann, Punkt Run. So, was wird ausgeführt? Dann fängt hier so ein, sowas an, CMD ist die Windows Shell, Slash K habe ich vergessen, was es heißt, aber ich glaube, das heißt grob, das, was als nächstes kommt, wird ausgeführt. Dann wird Copy aufgerufen und dann der eigene Dateiname in den String eingefügt. Das heißt also, die Datei selber wird kopiert und zwar in das Temp Directory, in eine BAT-Datei, die iffqx.bat heißt. Und dann, wie unter Bash, führt den nächsten Befehl aus, wird diese BAT-Datei ausgeführt. So, wenn ich jetzt fancy sein will, würde ich sagen, diese JavaScript-Datei ist also ein polyglottes Skript. Das kann man als JavaScript-Datei ausführen oder auch als BAT-Datei. Ja? Also, und das ist schon eine interessante, da hat sich schon jemand kurz Gedanken gemacht. So, das heißt also, ich mache das jetzt alles wieder rückgängig und dann ziehen wir mal die JavaScript-Brille aus und ziehen stattdessen die Batch-Brille an. Ich mache wieder WordWrap aus, damit wir das lesen können. So, Batch ist diese Windows-Shell hier und ich kann ja mal gerade die erste Zeile als BAT-Datei ausführen, in diesem Command-Prompt hier. Das ist nämlich sehr vergebend. Also ich glaube, Bash ist auch so, wenn man nicht set-e eingibt. Wenn ein unbekannter Befehl kommt, dann sagt er einfach nur, das ging nicht und dann macht es mit der nächsten Zeile weiter. Ja, also das heißt, alle Zeilen in diesem Skript hier, die kein valider BAT-Befehl sind, können wir einfach ignorieren. So, das hier ist ein valider BAT-Befehl. Das wechselt nämlich einfach ins Temp Directory. Eine weitere Eigenschaft, die man über Batch wissen sollte, Dächer werden ignoriert. Also wir können mal alle Dächer hier drin nehmen und einfach entfernen. So, dann wird FindString aufgerufen. Das ist grep unter Windows und das ist sogar der gleiche Command-Line-Switch, minus V, grep-v listet ja alle Zeilen auf, außer die jetzt auf das nächste matchen. Das heißt also, hier wird in der Datei %0, das ist die Datei selber, also jetzt die BAT-Datei, die auch die JavaScript-Datei ist, in der wird jede Zeile gematcht auf diesen String und alle, die nicht matchen auf diesen String, werden hier hinten in diese Datei reingeschrieben. Ja? So, und wenn man sich das, ich habe das jetzt mal gerade gehighlightet, dann der Texteditor hilfreicherweise markiert alle anderen Zeilen, die auch gehighlightet sind. Spoiler-Alarm, jede Zeile, außer diese eine mit diesen ganzen hex-encodeten Zahlen hier, enthalten diese komische Zeichenkette. Das heißt, die werden alle weggeschmissen, bevor man diese Datei hier schreibt. Ja? Also jetzt haben wir schon
die dritte Interpretationsweise dieser Datei. Und diese dritte Datei, die enthält jetzt nur das, was hier in Zeile 4 steht. Was übrigens auch kein valider Batch-Befehl ist. Also an der rutschen wir einfach so vorbei. Dann wird certutil aufgerufen, das ist eine Executable, die kommt mit Windows, die ist eigentlich für alles Mögliche gedacht, aber man kann damit auch Hex decoden. Also man kann einfach das, was hier in dieser Zeile steht, das wird hier auch dann als Datei übergeben, das wird Hex decoded und in dieser Datei drin gespeichert, die auch .dll heißt. Ja, also dann können wir noch länger, wahrscheinlich wird jetzt hier, ist da eine DLL drin und dann wird run.dll32 aufgerufen, das ist die Art und Weise unter Windows DLLs zu callen und da wird diese DLL als Argument übergeben und .f heißt, dass der Export mit dem Namen F aufgerufen wird. Okay, das heißt also, wenn wir diese Zeile hier nehmen und als DLL ablegen und dann so aufrufen, führen wir die Malware aus. Das ist jetzt übrigens schon was, das würde ich mir mal merken, diese Sache, dass das so ein polyglottes Skript ist und sowas alles. So, außerdem, ich nehme mal gerade hier so aus dieser Zeile vielleicht so, nehme ich mal so ein paar Hexbytes raus und hex die Code die mal. Ist von eben noch da. So, hier ist jetzt ein Stück von diesem Hex, was ich gerade kopiert habe und hier unten das. Wer eben aufgepasst hat, der sieht auch hier schon, this program cannot be run in DOS mode. Da hätte man sich also jetzt schon einiges sparen können. Wenn ich einfach gesehen hätte, ach, das ist hex-encoded Daten, ich hex die Code das mal und gucke, was passiert, ach, das ist eine DLL, dann hätte ich mir dieses ganze Gebabbel, was ich hier gerade gemacht habe, erstmal komplett sparen können. Ich hätte einfach weiter diese DLL analysieren können, anstatt das jetzt alles zu machen. Ja, also wir wissen, das ist eine Windows-Executable und genau. Vielleicht hätte ich nicht gewusst, dass der .f-Export hier eine Rolle spielt. Also vielleicht war das schon noch nützlich, dass ich das mir mal kurz angeguckt habe. Diese Art des Reverse Engineerings war jetzt übrigens noch ohne Binärdateien. Ne? Also wir haben bisher nur so Textdateien angeguckt und sowas alles, aber es ist schon, also mir hat es trotzdem schon Spaß gemacht. Gerade mal gucken. Wenn ich diese Datei jetzt ausführe in einer dynamischen Umgebung, dann sieht das so aus. Ja? Also dann geht so eine Meldung auf und die heißt, die Datei ist beschädigt und kann nicht ausgeführt werden. Auf Deutsch, auch auf einem englischen Windows. Ja, dann können wir schon denken, was ist denn hier los? Warum ist das plötzlich Deutsch? Es liegt daran, dass die Malware, die da drin ist, diese Meldung anzeigt, um Leute zu irritieren. Ja, die haben dann, ja, wir können uns mal vorstellen, wie die Person, die E-Mail bekommen hat, die hat jetzt da diese ZIP-Datei entpackt, war schon stolz, dass sie das Passwort eingeben konnte, konnte dann die Rechnung öffnen und dann kommt da jetzt die Meldung, die Datei ist beschädigt und kann nicht ausgeführt werden. Ja, also. Aber in Wirklichkeit ist dann natürlich jetzt die Infektion schon passiert. Solche Meldungen sind nur dafür da, User in den Glauben zu versetzen, dass sie was falsch gemacht haben. Und das ist auch so psychologisch gar nicht so uninteressant. Die denken dann so, ich habe was falsch gemacht, ich kann das mit den Computern nicht. Und dann sagen die das auch keinem, dass sie jetzt diese Rechnung nicht öffnen konnten. Vielleicht antworten sie auch noch auf die E-Mail. Also da passiert einfach viel. So, was auch noch passiert, wenn man diese Datei ausführt. So, ach ja, genau. Eigentlich, und ich spare mir diese 5 Minuten jetzt hier, würde ich diese Datei jetzt in Ghidra laden und mal gucken, was die so macht. Wenn ich das mache, das war dein Vorschlag von eben, dann sehe ich, die ist fürchterlich obfuscated. Das ist ein Riesenwust an, überall ist Müllcode, der nichts macht, es ist super schwer zu lesen und so weiter. Das ist eine dieser Situationen, wo das Obfuscaten sehr wenig Arbeit ist, aber für mich ist es sehr viel Arbeit dagegen vorzugehen. Und jetzt gibt es so einen Trick, wie ich das in dem Fall vermieden habe. So, ich habe nämlich festgestellt, das ist ein Mutex, der wird erstellt, wenn die Malware läuft. So, Mutex ist so softwaretechnisch, ist das gesehen, unter Windows wie ein Log. Das heißt, wenn ich als Software starte, kann ich diesen Mutex mit dieser Zeichenkette erstellen. Und dann, wenn ich das nächste Mal starte, kann ich gucken, ob der Mutex da ist. Und wenn ja, weiß ich, der andere Prozess läuft noch und dann starte ich kein zweites Mal. Das ist einfach, um zu verhindern, dass die gleiche Datei ganz oft ausgeführt wird. So, und dieser Mutex, der kommt da drin quasi vor. Und da gehört jetzt leider so ein bisschen Erfahrung zu. Der wirkt da auf mich sehr charakteristisch. Also wenn man so ein bisschen Malware analysiert und auch normale Software kennt, das ist kein Mutex, der einfach mal so erstellt wird. Das war irgendwie ungewöhnlich. Und dann habe ich einfach mal geguckt, wann war denn das erste Mal, dass dieser Mutex irgendwie aufgetaucht ist, so ungefähr. Ich habe das gegoogelt, da kam nichts bei raus, das war schon mal blöd, da habe ich gedacht, ach so ein Mist. Aber dann habe ich geguckt, ja, das kam ja noch ein paar Mal vor und dann habe ich irgendwie, ach ja, ich habe ganz vergessen zu sagen, von wann die Kampagne ist. Die ist hier vom 26.06., also zu dem Zeitpunkt, wo ich das erste Mal darüber geredet habe, war das noch aktuell. So, und dann habe ich diesen Mutex gesucht und habe dann die erste Datei gefunden,
die diesen gleichen Mutext erstellt hat und habe festgestellt, ach, das ist ja ein Jahr her, dann analysiere ich doch jetzt erstmal diese Datei. Ja, ich bin jetzt noch nicht sicher, dass das die gleiche Familie ist oder die gleiche Malware ist und so weiter, aber ich gucke mir die jetzt einfach mal an, insbesondere weil es leichter ist. Und das machen wir jetzt mal in Ghidra auf. So, gleicher Mutext, Ghidra. So. So, das ist jetzt nicht die Datei, die da eben rausgefallen ist, sondern eine Datei, die den gleichen Mutex erstellt hat von einem knappen Jahr vorher. Die hat auch, wenn man Strings drauf aufruft, sah die viel freundlicher aus als diese Obfuscated-Datei von heute. So, so. Woher bekommt man so Dateien? Das ist eine große Frage. Die Frage war, woher bekommt man solche Dateien? Das ist eine schwere Frage. Also es gibt super viele Quellen. Es gibt erstmal so Online-Plattformen, die sammeln Malware ein von allen möglichen Stellen und bieten die zum Download an. Malware Bazaar ist zum Beispiel so eine Seite, wird von abused.ch betrieben, so einem Schweizer, nicht Unternehmen, aber so eine Art Non-Profit oder so. Ich weiß gar nicht genau, ob die überhaupt Geld machen. Und die bieten quasi Security-Researchern an, sich Malware anzugucken. Und ich glaube, diese Datei war auch von da. So. Und es gibt, wo bekommen die ihre Dateien her? Wenn man das ernst meint mit diesem ganzen Cybersecurity, muss man natürlich gucken, dass man auch selber Dateien irgendwie bekommt. Da gibt es ganz viele Methoden. Man guckt sich, weiß ich nicht, so alte, geleakte E-Mail-Listen an und guckt, welche Domains sind davon nicht mehr registriert, registriert sich ein paar, kriegt ganz viel Spam. Ja, also, und dann analysiert man das, was dabei so rauskommt. Also das ist der Themenbereich Collection und der ist auch ein eigener Vortrag wert, sage ich mal. Aber es gibt viele Quellen, es gibt zum Beispiel Malware Bazaar, da kannst du einfach runterladen. Und ich glaube, die Datei war auch von da. Ne? Es gibt da ganz viele Quellen. Also hier wurden keine, also diese Datei ist öffentlich zugänglich. Ich habe da keine Persönlichkeitsrechte oder so verletzt, glaube ich zumindest. So, dann machen wir hier mal auf. Buh. Yes. Analyze. Das geht immer auf dem anderen Monitor auf. Das ist wirklich ein bisschen ärgerlich. So, also, ist eine Windows-DLL, hier ist wieder diese Entry-Funktion, da haben wir eben gelernt, das ist noch nicht ganz fertig so. Wir folgen jetzt einfach mal dem Instruktionsflow, hier gibt es irgendwie Security-Init-Cookie, das hat garantiert was mit Stack-Cookies zu tun, da gucke ich also nicht mal rein. DLL-Main-CRT-Startup hört sich an wie ein Ort, wo ich sein will. Aha, hier ist auch schon ein bisschen Code, scroll ich mal runter, passiert hier irgendwie so Kram. Local 20 ist ne, der Return-Code, der diese Executable an das Betriebssystem zurückmeldet. Gucke ich also, ich nenne es mal Return-Code. Wo findet man da jetzt den Mutex? Der müsste da jetzt auftauchen? Ja, der müsste da auch irgendwo auftauchen. Ja, also auf jeden Fall. Also der muss da gleich irgendwo auftauchen. Jetzt gehen wir mal hier rein und sehen, da kommt irgendwie nur Return 1. Was ist denn da los? Da fällt uns ein, ach, das ist eine DLL. Die Main der DLL wurde ja gar nicht gecallt. Die wird zwar auch aufgerufen, aber die macht hier in dem Fall nichts. Es wurde ja, das haben wir eben in der Skriptdatei gesehen, diese Export F von der DLL aufgerufen. Ich mache nochmal gerade die Skriptdatei auf. Hier unten, hier doch. Hier war diese Run-DLL-Call, da wurde diese DLL am Export F aufgerufen. Das heißt, uns interessiert gar nicht die Main-Funktion der DLL, sondern uns interessiert der Export F. So, dann gucke ich mal hier im Symbol Tree, da habe ich hier die Export zur Verfügung. So, und jetzt ein bisschen blöd, weil das ist ja gar nicht die Datei, die wir eben aus dem Skript raus extrahiert haben, das ist eine andere. Aber es gibt hier einen anderen Export und der heißt Strela. Das ist auch untypisch, diesen Export sieht man nicht so häufig. Deswegen gucken wir uns den jetzt stattdessen an. Okay, also in der anderen Datei gab es auch nur zwei Exports, Entry und F. Und hier gibt es zwei Export, Entry und Strela. Gut, das kann man sich auch schon mal so als Gemeinsamkeit zwischen den beiden Dateien vorstellen. So, dann wollen wir mal loslegen. Also hier wird irgendwie eine große Zahl mit irgendwas anderem geXORt, aber hier wird irgendein Buffer gememsettet auf 0. Ja, also ich nenne das jetzt mal Buffer. Und dann wird die Funktion getComputerNameA aufgerufen. Wenn wir die mal kurz googeln, dann... ich weiß es nicht, möchte ich die annehmen? So, das ist eine Funktion, die ermöglicht es mir, den Computernamen zu holen, der auf dem gerade ausgeführt wird. Und das ist so, das ist auch so eine Windows-API-Notation, das hier ist eine sogenannte Out-Variable, ja, das ist ein LP-Str, also ein Long-Pointer-String und das ist ein LP-Buffer und das ist eine Out-Variable. Und wenn ich hier unten lese, steht da, warum ist es plötzlich auf Deutsch? So ist es halt. Ein Zeiger auf einen Puffer.
der den Computernamen oder den Namen des virtuellen Cluster-Servers empfängt. Also wenn wir getComputername A aufrufen, wird in diesem Buffer nachher der Computername stehen. Das heißt, wenn wir jetzt zurückgehen in unseren Code, nenne ich das hier vielleicht nicht mehr Buffer, sondern Computername. Und so ist das mit diesem Reverse Engineering. Man nähert sich immer mehr der tatsächlichen Bedeutung an von dem, was man da gerade analysiert. So, dann gucken wir mal gerade, ob dieses Ding noch irgendwo anders verwendet wird. Ja, das kommt da unten nochmal vor. Ich überspringe mal hier so ein paar Zeilen und gucke mal, was hier unten passiert. Also hier ist so eine Do-While-Schleife. Ja, hier hat Ghidra vielleicht nicht verstanden, dass es eigentlich eine Vorschleife ist. Und da wird Computername an der Stelle UVAR4 aufgerufen. Und UVAR4 kommt hier noch ganz viel vor. Ich nenne es mal i. Das hört sich an wie eine Zählvariable. Und hier wird jetzt Computername an der Stelle i, ist ein Array-Zugriff, geXORT mit was anderem. Und das wird an der Stelle i modulo irgendwas anderem genommen. Also das hier ist wahrscheinlich irgendeine Länge. Und sehe ich auch, ja, das ist die Länge von diesem LP-Str. Und LP-Str, das heißt also, das hier ist eine Schleife und die läuft so durch. Also hier, das ist NextI vermutlich. Ja, also hat es irgendwie so i, das fängt mit 0 an. Dann wird es NextI, also wird i plus 1 in NextI gespeichert. Dann wird noch was an der Stelle i gemacht. Dann wird i auf das NextI gesetzt. Und dann wird geguckt, ob NextI kleiner als IVAR minus 1 ist. Und IVAR ist irgendwie eine andere Länge 2, nenne ich das mal. So. Wenn wir also mal kurz einen Schritt zurück tun, heißt das, hier wird der Computername XOR verschlüsselt mit irgendeinem String. Wir nennen das hier mal XOR-Key und diese Länge dann wahrscheinlich XOR-Key-Length und diese Länge hier unten, die ist die Länge von irgendeinem anderen String, der hier irgendwie vorkommt. Vielleicht gucken wir uns den mal kurz an. Okay, das ist also auch irgendwie wahrscheinlich XOR-Key-Length. So. Was uns also jetzt interessiert ist vielleicht, wo dieser Computername, also wo dieser Key herkommt, mit dem der Computername verschlüsselt wird. Ja? Und was passiert danach? Das können wir uns vielleicht auch noch angucken. Dieser verschlüsselte Computername wird dann an createMutexA übergeben. Ja? Das heißt, wenn wir mal kurz createMutexA googeln, man muss jetzt sehr viel googeln, wenn man die nicht alle auswendig kennt, dann sehen wir hier Mutex-Attribute, InitialOwner, das sind ne, Windows API, überall 0 übergeben, wenn man nicht weiß, was es heißt. Und das letzte ist LP-Name, das ist also der Name des Mutexes. Das heißt, das Mutex, was hier erstellt wird, ist der verschlüsselte Computername mit so einem XOR-Key. An dieser Stelle kann man jetzt schon Leute quasi, die einfach nur einen Blogpost geschrieben haben und gesagt haben, naja, wenn ihr auf eurem System diesen Mutex-Namen seht, dann habt ihr euch mit dieser Malware infiziert. Ja, die haben halt keine statische Analyse gemacht. Die haben einfach nur diesen Mutex gesehen, gesagt, ich blocke diesen Mutex und alles ist gut. Stellt sich raus, das funktioniert nur, wenn man exakt den gleichen Computernamen verwendet. Ja, also da hilft dann schon irgendwie zu verstehen, was da passiert innen. Gut, wollen wir diesen XOR-Key suchen, wo der herkommt? Ja, ihr seid schon richtig unexcited, ja? Ah, gut. Also, dieser XOR-Key kommt aus dieser globalen Variable hier, die heißt dat irgendwas. Den nenne ich jetzt auch mal um in XOR-Key. So, und dann gehen wir da mal hin. Und dann hole ich die mal hier links hoch. So, und dieser XOR-Key hat hier zwei rote Fragezeichen. Und das heißt, dass dieser XOR-Key zum Zeitpunkt, also die Datei auf der Festplatte hat da keine Daten stehen. Wie kann das passieren? Das hat damit zu tun, wie der Windows-Loader funktioniert. Also so eine Datei wird erst in den Speicher gemappt. Dabei werden auch noch verschiedene Sektionen an verschiedene Stellen gemappt und so. Und genau, das TLDR ist, die Daten sind nicht initialisiert. Das ist ja irgendwie katastrophal. Uninitialisierten Speicher, damit was geXOR, das ist ja überhaupt nicht deterministisch. Aber wir gucken uns mal andere Stellen an, wo dieser XOR-Key verwendet wird. Und wir haben das jetzt leider klein, ich weiß nicht, wie man die Schriftart davon vergrößert. Wir haben eine Stelle, da wird er gelesen und eine Stelle, da wird er geschrieben. Gelesen, da waren wir gerade, wir gehen mal an die Stelle, wo er geschrieben wird. So, und jetzt sehen wir hier auf der rechten Seite, das ist so grauer Code, das liegt daran, dass Ghidra nicht erkannt hat, dass hier eine Funktion anfängt. Da habe ich mich eben schon drüber aufgeregt, dass das gelegentlich passiert, aber so ist unser Leben leider. So, dann definieren wir mal hier eine Funktion, machen das schön hell. So. Und das hier ist jetzt die Funktion. Die sieht auch wieder fürchterlich aus irgendwie, riesengroß, ganz viel Code. Aber hier mittendrin ist unser XOR-Key und der wird gesetzt auf so eine Variable. Ich nenne die mal kurz Puffer. So, und diese Variable wird hier in einen Byte-Pointer umgewandelt und dann dereferenziert und dann passiert was damit. Deswegen, der Typ von dieser Variable ist undefined 4. Also das heißt, das ist unbekannter Datentyp, der Breite 4 4 Byte, aber da unten wird sie als Byte-Array verwendet. Das heißt, ich type das jetzt mal um in Byte-Pointer
Und das war eine gute Entscheidung, weil jetzt ist der Code schon sehr viel lesbarer geworden hier. Ja, also es ist jetzt nur noch so 20 Zeilen schlechter C-Code. Und was jetzt hier passiert, ist, dass hier hinten gibt es so einen String, das ist immer der gleiche auch, sieht aus wie eine UUID. Und der wird hier erst an der Stelle 0 von Modulo irgendwas, und das irgendwas ist die Länge davon, das nenne ich also mal Länge. Ach, der N-Key ist kaputt, das hatten wir ja schon mal eben. Länge. So, das heißt also, dieser String wird an der Stelle 0 verwendet, an der Stelle 1 verwendet, 2, 3, 4, 5, und jeweils wird dieser Puffer damit geXORt. Und wie wird dieser Puffer initialisiert? Der wird hier oben erstmal auf die Länge 7 initialisiert und dann initialisiert, auf die Länge 7, Entschuldigung, da wird Speicher allokiert für 7 Byte, dafür ist malloc da. Und dann werden die ersten 4 Byte davon auf das gesetzt, die nächsten 2 Byte auf das und das letzte Byte auf 0. So, und dann wird dieser Puffer geXORt mit der 4F3855. Und das ist dann der XOR-Key, den wir später benutzen, um den Computernamen zu verschlüsseln, um dann das Mutex zu erstellen. Okay? So, das heißt, was wir jetzt machen, ist, wir gucken uns mal hier im Speicher an, was da steht, und XORen das selber mit dieser Zeichenkette. Und da muss man jetzt leider noch mal ein bisschen unverwirrt sein. So, ich kopiere das mal hier rüber in den Cyberchef. Das ist nur ein Tool, mit dem kann man sehr leicht so Hex-Decoden und so ein Kram, und das ist visuell, das heißt, während Präsentationen verwende ich das sehr gerne. So, und das zweite Hex-String ist der hier, und dann tun wir den mal darunter. So, jetzt gibt es da leider noch eine kleine Verwirrung. Das, was da gerade im Speicher angezeigt wurde, ist in der umgekehrten Byte-Reihenfolge, hier so Little Endian, Big Endian und so. Deswegen muss ich das hier noch umdrehen. Also das, was vorher am Anfang war, muss danach ans Ende. Und das drehe ich jetzt hier mal gerade von Hand um. Also wenn ich das ernst machen würde, wäre das auch, also hätte ich dafür auch Tooling, aber ich meine, wir könnten ja auch bei mal zugucken jetzt. So. So, und das wird jetzt geXORt. Dafür gibt es hier auch, also erstmal from hex, dann gibt es hier auch so ein. Gibt es ja auch so einen XOR-Filter, so, genau. So, und dann tue ich da jetzt den XOR-Key rein, das sind irgendwie die ersten 5 Zeichen hiervon oder 6 oder so. So, tun wir da rein, und das wird aber als ASCII benutzt und nicht als, UTF-8. So, ne? Ich muss mal gerade ein bisschen rauszoomen. Latin One, da we go. So, und dann aber, ach scheiße. So, Latin One, gut, der hat wahrscheinlich auch funktioniert. So, ich muss gerade überlegen, warum das nicht geklappt hat. Habe ich hier vorne was falsch reingekopy-pastet? Habe ich hier was falsch gekopy-pastet? Das sind die Demo-Götter, die mir jetzt gerade nicht gewillt sind. Habe ich hier vielleicht doch zu viel umgedreht? Nee. Es kommt. Ich hätte es nicht umdrehen dürfen. Okay. Ja, ich hätte es einfach nicht umdrehen dürfen. Ah, ich weiß, was ich falsch gemacht habe. Ja. So. Ich habe es, während ich den Talk vorbereitet habe, habe ich es von einer anderen Stelle kopiert. Ja, okay, cool. Ich sag kurz, was passiert ist. Also, hier im Speicher habe ich einmal hier die Repräsentation, wie es im Speicher liegt, aber man kann das hier auch von Ghidra als Dezimalzahl interpretieren lassen, und standardmäßig dreht Ghidra dann die Byte-Reihenfolge um. Und während ich das vorbereitet habe, habe ich versehentlich das kopiert. So. Wenn ich das verwirrt habe, vergesst, was da gerade mit Little Endian, Big Endian passiert ist. So, was jetzt hier insbesondere passiert ist, wenn ich das mal manuell mache, dieser String, der da stand, der wird decoded, XOR decoded in den String Strella. Das heißt, der String Strella ist jetzt der XOR-Key für den Computernamen. Uff. Insbesondere heißt das, wenn jetzt jemand über diese Strella-Malware so einen Blogpost veröffentlicht und dann da so einen Mutex, den man preventen muss, veröffentlicht, könnt ihr gucken, auf welchem Computer diese Malware analysiert wurde, weil ihr könnt einfach den String Strella nehmen, das wieder da XOR decrypten, dann seht ihr, ne, was da für ein Denkfehler passiert ist. Umgekehrt, jetzt wo ihr das alles hinter euch gebracht habt, könnt ihr etwas nennen, das nennt man manchmal impfen oder vaccinaten für so, gegen so Malware. Ihr könntet jetzt einfach auf Computern, die ihr schützen wollt, so ausrollen, dass der Computername mit Strella geXORt wird und ein Mutex erstellt wird, der so heißt. Wenn diese Malware dann versucht, den Computer zu infizieren, dann sagt die, ja, ich laufe ja schon, und dann passiert nichts. Ja?
Das ist natürlich nicht sehr nachhaltig und ich empfehle nicht, dass das die First Line of Defense ist, aber ich sage mal, als erste Reaktion, wenn ihr das schnell machen könnt, dann ist das zumindest schon mal was, was einen potenziellen Malware-Ausbruch verhindern könnte. Ja? Insbesondere ist es auch keine gute Defense-Mechanik, weil diesen String hier zu verändern, ist also für den Angreifer so schwer, wie hier was anderes in den Speicher zu legen und hier was auszutauschen. Ja? Also die würden dann einfach nicht mehr Strela verwenden, sondern was anderes. Das ist ein Arms Race, in dem will man nicht sein, aber wenn es schnell gehen muss, dann ist das halt vielleicht euer Weg. So, was man dann auch noch machen kann, ist, dass man wir haben jetzt den XOR-Key, extrahiert Strela, dann kann man mal mit der originalen Malware, ne, nochmal gerade zurückzoomen, wir haben ja diese DLL aus diesem Skript extrahiert, jetzt mache ich mal mit der das Gleiche, aber bevor ich die Malware ausführe, nenne ich den Computer 8As. Und dann stelle ich fest, diese Original-Malware erstellt danach einen Mutex, der heißt so. Also, und das hier vorne ist genau... Oh, geil. Schöne schottische Musik. Das sind genau diese ersten 5 A's, geXORed mit Strel. Also es ist... Da ist wahrscheinlich übrigens, by the way, da hat der Malware-Autor vielleicht noch so ein Off-by-One-Error gemacht. Er wollte es, glaube ich, mit Strela XORen, hat es aber nur mit Strel geXORed. Das ist nicht aufgefallen, dieser Bug, weil, naja, ist ja auch nicht so schlimm. Also der Effekt ist ungefähr der gleiche. Genau, und das habe ich aber jetzt mit der Original-Malware gemacht. Das heißt, ohne diese Original-Malware zu reverse-engineeren und dadurch diese ganze Obfuscation durchzusteigen, bin ich jetzt schon über Folgendes relativ sicher, die verschlüsselt auch den Computernamen mit Strel und erstellt daraus einen Mutex, um die eigene Ausführung zu verhindern. Also ich würde jetzt fast so weit gehen zu sagen, das ist wahrscheinlich die gleiche Malware-Familie. In der Realität würde ich wahrscheinlich erst nochmal gucken, ob diese Original-Malware danach auch so verschiedene Dateipfade iteriert und so weiter, wie die Malware, die danach. Und mit so ein bisschen, ne, also wie gesagt, das ist dann noch ein analytischer Sprung von 100% sicher zu sehr wahrscheinlich. Aber so kann ich quasi die Zeit sparen. Ich muss nicht ein fürchterlich obfuskiertes Malware-Sample reverse-engineeren, um eine Bewertung darüber abzugeben, was es ist. Nämlich wahrscheinlich eine Malware. Und wenn man das übrigens googelt, Strel, Mutex und dann vielleicht noch Fehlermeldung, findet man auch sehr schnell so einen Malpedia-Eintrag. Malpedia ist so ein bisschen wie Wikipedia für Malware. Übrigens auch noch, irgendjemand hat eben gefragt, wo kommt die Malware her. Malpedia ist auch noch eine sehr gute Ressource. Die haben den Vorteil, dass sie zu jeder Malware schon dazu geschrieben haben, was das ist und ganz viel Referenzmaterial hinterlegt haben. Das ist von Fraunhofer-Instituten eine ziemlich coole Quelle, also Shoutout an der Stelle. Das heißt also, das ist eine gut dokumentierte Malware, die heißt Strela Stealer. Und sobald man sowas gefunden hat, ist das immer super. Dann weiß ich schon, ja, es könnte ein Information Stealer sein, die sind im Moment ganz hip, ja, die klauen irgendwie Passwörter und Zugangsdaten zu allem Möglichen, die dann weiterverkauft werden. Und wenn ich jetzt bei diesem Original-Sample dann feststelle, ja, das versucht so ganz viele Password-Storages aufzurufen und auszulesen, dann bin ich schon relativ confident, dass es Strela Stealer ist, obwohl ich es gar nicht reverse-engineert habe. Ja, ich habe dann so ein bisschen eine Kombination aus dynamischer und statischer Analyse benutzt, um das zu klassifizieren in der Malware-Familie. Ja, das ist quasi der Traum wahr geworden. So, dann habe ich hier noch so ein paar Slides darüber, was man jetzt so alles tun kann. Da brush ich jetzt mal nur so drüber. Also man könnte zum Beispiel für diese polyglotten JavaScript-Dropper, das nennt man Yara-Regel, schreiben. Das sind hier zwei Strings und wenn diese beiden, und hier unten schreibe ich all of them, hier kann man auch komplexere Bedingungen hinschreiben, wenn diese beiden Strings in der Datei vorkommen, dann soll diese Regel matchen. Das hört sich jetzt so an, als würde die ganz viele False Positives haben, aber wenn man Regelentwicklung ernst meint, dann hat man auch dann ist man auch in der Lage dazu, Regeln zu testen, na, no shit, gegen großen Korpus an Malware, großen Korpus an Goodware und die hat überraschend wenig solche Hits gehabt. Also das war schon mal irgendwie ganz nice. Und was man auch machen kann, ist da jetzt Sachen automatisieren, also naheliegende Dinge, ist zum Beispiel, immer wenn ich so einen Hexstring sehe, insbesondere, übrigens, wenn man Erfahrungen sammelt, das ist dann wie bei Matrix, ne? Ich sehe sie nicht mehr, ich sehe die Zahlen nicht mehr, 4D5A9000 heißt, hier fängt eine Windows-Executable an. Also, falls euch mal jemand fragt, so könnt ihr super angeben, ah ja, da sehe ich eine Windows-Executable, also, what the fuck? Genau, also man kann einfach hingehen und nach solchen Hexstrings in Dateien suchen und die einfach mal hexdecoden. Das wäre eine Art und Weise zu automatisieren. Also mein Selling Point ist, automatisieren ist der Weg aus dieser Asymmetrie heraus. Ja? Eine andere Methode ist zum Beispiel, dass man sagt, ich detektiere irgendwie so Feinstring-Aufrufe mit dem da in Dateien und entferne dann alle
Strings mit diesem Ding da und dann bleibt nur noch das Hexdecoded übrig. Also es gibt so verschiedene Herangehensweisen, wie man das irgendwie, naja, wie man da jetzt automatisieren kann. So, 10 Minuten, ich weiß, läuft aber. Ich bin im Plan. So, ursprünglich habe ich gesagt, was können wir jetzt verwenden? Wofür macht man Malware Reverse Engineering? Zum Beispiel zum Clustern von Malware-Familien. Was hier jetzt so Cluster Points sind oder so Verbindungen, ja, sind zum Beispiel diese originale E-Mail. Wer hat die versendet? Mit welchem Inhalt? Dass es da diese Passwort-Ding drin gab und so weiter. Dann das Passwort selber, dieses drei Buchstaben, drei Ziffern, denkt man jetzt, das ist häufig, aber vielleicht ist es das gar nicht. Ja, mal analysieren, wie viele ZIP-Dateien man davon dann irgendwie in seiner Sammlung hat. Die Tatsache, dass sie diese Fehlermeldung angezeigt hat, das kann man auch googeln irgendwie so, Information Stealer Fehlermeldung, und dann sieht man, ah, die haben das auch mal in Spanisch gemacht. Ja, also das ist dann, hört sich also, ja, vielleicht ist das verbunden, vielleicht ist das eine Verbindung zu dem anderen. Dann kann man diese Jahre-Regel schreiben und alle anderen Sachen, die auf die Jahre-Regel matchen, auch angucken, was für E-Mails waren da dran. Und so findet man dann so ein ganzes Netz, deswegen habe ich auch den Typen dahinter mit seinem Crime Board oder sowas. Dann die Tatsache, dass es so ein polyglottes Skriptdatei ist, das ist gimmicky und das sieht man nicht so oft. Ich meine, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, warum die es gemacht haben. Vielleicht hatten sie einfach Bock, vielleicht fanden die es cool, so eine polyglotte Skriptdatei zu haben. Und natürlich der Mutex ist auch ein interessanter Pivot Point. Den haben wir auch eben verwendet, um eine alte Datei zu finden, die wahrscheinlich zur gleichen Familie gehört, die wir dann leichter analysieren konnten als die Datei, mit der wir angefangen haben. So, und das beendet den Vortrag. Und weil kein Vortrag über Cyber vollständig ist, ohne das berühmte Sun Tzu-Zitat, if you know the enemy and know yourself, you need not fear of the result of 100 battles. Also, das ist so ein bisschen der Punkt, wenn man weiß, wer Netzwerke angreift, hat man ein leichteres Spiel darin, sich dagegen zu verteidigen. Wie eben auch, hier sind meine Socials, ich podcaste auch unter dem Label Armchair Investigators mit Chris zusammen, ich biete Reverse Engineering Schulungen an auf Mallory. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. So, jetzt haben wir noch ein paar Minuten Zeit für Fragen. Also welche Fragen habt ihr so? Ja, bitte. Genau, also die Frage war, ich habe ja gesagt, ich habe ja so ein bisschen darüber gerantet, wie schlecht Malware geschrieben ist oder wie einfach Malware geschrieben ist. Das, was wir gesehen haben, wirkt aber jetzt recht kreativ. Ist das nicht auch irgendwie wert an sich? Und das stimmt, also unkreativ sind die Leute nicht, die Malware schreiben. Also ich finde auch dieses ganze Gerante gegen Malware-Autoren eigentlich nicht so gut. Also die ist schon kreativ geschrieben, aber ich vergleiche es halt mit echter Software, sowas wie Photoshop oder Office. Und das ist halt Software, die ist richtig komplex und da muss man so richtig, also alle Software-Engineering-Tricks aus dem Hut ziehen, die man so hat. Diese Autoren hier, die kannten die Windows-API auf jeden Fall. Ja? Also die haben, das ist nicht das erste Mal, dass sie gegen die Windows-API entwickelt haben. Und die haben so ein paar Tricks gemacht, um zum Beispiel den String Strella oder Strell nicht in der Malware zu haben. Sie haben ihn XOR encoded. Aber das sind alles ziemliche Standard-Tricks in der Toolbox von so einem Malware-Autor, sag ich mal. Und insgesamt haben wir jetzt schon sehr schnell Wissen aus dieser Malware extrahieren können. Wenn ich Word.exe in Ghidra aufmache, braucht es Stunden, bis ich das erste Mal das erste Stückchen Business-Logik überhaupt. Genau, es ist viel, ja, aber ja, auf jeden Fall, ja, genau. Womit soll ich es dann eher vergleichen? Mit, ich weiß es nicht, mit was man. Mit anderen 10 Zeilen vergleichen. Nee, Strella Stealer ist schon richtig gemeldet. Das sind bestimmt auch so 10.000 Zeilen oder so, würde ich sagen. Also, ja, aber ich meine, ja. Das sind jetzt nicht Millionen Zeilen oder so. Ja, das stimmt. Also ich glaube, wo das herkommt, ist Folgendes. Echte Software und echtes Software-Reverse-Engineering ohne den Fokus auf Malware muss mit ganz anderen Problemen kämpfen. Also die haben zum Beispiel nicht so oft das Problem mit der Obfuscation, sondern die haben eher so das Problem, dass da zum Beispiel objektorientierte Programmierung so richtig objektorientiert verwendet wird, so wie es im Buch steht, so wahrscheinlich mit so UML-Diagrammen, die man sich vorher überlegt hat, dann hat man Software-Architektur gemacht und dann, weiß ich nicht, verschiedene Software-Design-Patterns verwendet und die muss ich dann als Reverse-Engineer ja erkennen, möglichst, um sie dann auch richtig Reverse-Engineeren zu können. Ich glaube, wenn du mich fragen würdest, wie aufwendig ist es, Strella-Stealer zu entwickeln, und ich müsste dir einen Preis sagen, wäre der geringer, als wenn du mir irgendwie echte Software mit einer ähnlichen Lines-of-Code-Anzahl geben würdest.
Ich glaube, die wäre teurer, so ungefähr. Ich glaube, daher kommt mein Gedanke zu Malware ist meistens einfach geschrieben. Ja, sorry, ist vielleicht nicht so die friedliche Antwort. Ja, bitte. Wir hatten vorhin noch mit dem ChatGPT. Wie kann ich denn über ChatGPT einfach denn eine Malware entwickeln? Das war ja vorhin auch noch mal so ein Punkt. Genau. Ja? Beschreibe ich denn da, was das tun soll? Oder wie würde ich denn da rangehen, wenn man genau. da so ganz blond ja. So, die Frage war, also wir haben das Jahr 2023, das war das Jahr, wo Large Language Models in die Öffentlichkeit gekommen waren. Die Frage war jetzt grob, kann man ChatGPT dafür verwenden, um Malware zu schreiben? Ich glaube, ChatGPT selber wehrt sich da sehr gegen. Also dieses Large Language Model ist ja sehr darauf fokussiert, nichts Böses zu tun und so. Da muss man dann so LLM, Jailbreaks machen und so ein Kram. Aber es gibt ja auch unzensierte Modelle da draußen, die man irgendwie selber runterladen. Dann gibt es auch dieses geleakte Modell und sowas alles. So kann man Large Language Models für die Entwicklung von Malware verwenden? Ich formuliere die Frage jetzt einfach mal so um. Ich denke ja. Also ich denke, die unterstützen bei der Softwareentwicklung. Wenn man ChatGPT fragt, wie erstelle ich einen Mutex, dann sagt er dir das. Ich glaube, mein Punkt da ist so ein bisschen, ich kann auch googeln, wie ich einen Mutex erstelle und finde dann den Stack Overflow Post. Ich glaube, viele Leute empfinden diese dialogartige Interaktion mit ChatGPT einfach nur sehr viel natürlicher und bleiben deswegen länger dran. Aber ich glaube nicht, dass es jetzt plötzlich einen Riesenhaufen an sonst also ahnungslosen Leuten dazu enablen wird, Malware zu schreiben. Was sich, glaube ich, ändert, ist sowas wie diese E-Mail, die man am Anfang gesehen hat. Wenn ich jetzt Zeichenketten aus der E-Mail benutzen würde, um die zum Beispiel zu preventen, da sehe ich Adversaries schon diese E-Mails mit Large Language Models generieren. Ne? Schreib mir bitte eine E-Mail, die sagt, dass das Passwort, dass eine ZIP-Datei im Anhang ist mit der Rechnung und das ist das Passwort, spuckt das eine E-Mail aus. Dann sagt man, formulier es mal bitte um, spuckt eine andere E-Mail aus. Ich glaube, sowas sehe ich auf jeden Fall. Das mit der Malware-Entwicklung macht es, glaube ich, nicht so viel leichter. Ja. Über das Social Engineering. Ja, genau, das Social Teil davon, ja. Noch eine letzte Frage schaffen wir vielleicht noch, wenn ich mich beeile. Ja. Die Frage war über den, ich sag mal, das Ökosystem der Kriminellen so und wie man überhaupt über solche Jobs stolpert und sowas. Das sind normalerweise, also ich glaube, am Anfang sehen die aus wie diese Work-from-Home-Scams. Ich glaube, da bietet dir einfach jemand an, dass du irgendwie E-Mails verschickst mit irgendwie so Anhängen, über die du nicht so viele Fragen stellen sollst. Und dann machst du das einfach. Und nach einer Weile bist du so gut darin, diese E-Mails zu verschicken, dass man sagt, ja, übrigens hier, diese Anhänge sind übrigens vielleicht dann noch irgendwie, die generieren Geld. Und wenn du mehr Leute dazu bringst, die Anhänge auszuführen, kriegst du auch mehr Geld. Ich glaube, da rutscht man irgendwie so rein. Und also, ja, wie findet man das raus? Das ist sehr viel Arbeit, da irgendwie Licht in dieses Dunkel zu bringen, auf jeden Fall. Aber das ist natürlich auch das Ziel von vielen so Law Enforcement und so. Also Polizei will da natürlich rein und vielleicht so tun, als wäre, gehören sie dazu, so undercover und so. Und ja, das muss man alles, ja, das ist aufwendig. Ja. So, wir sind at time. Ich weiß gar nicht, passiert jetzt hier noch ein Talk? Nein, wir sind fertig, das heißt, wir treffen uns gleich vielleicht alle beim Grillen. Schön, dass ihr alle da wart.